Also, ich sag mal so, ich spiele ETS 2 schon seit 12 Jahren. 2012 kam der 2er raus, ja. 12? Ja, 12 Jahren. Es kommt fast hin, ne? Also wie gesagt, es ist und bleibt. Bleibt dabei, ne? So, genau. Das Licht. Oh, muss weiter nach vorne kommen. Alles klar, Fanta. Wie gesagt, macht da keinen Stress. Das weiß ich, wie ich es meine. Den DAF XF und den Mercedes-Skin, der da drin ist, ja. Kannst du beide löschen in der Datei. Also bei den Skins, ne? Weil, wie gesagt, und am 23. Am 23.10., wenn die, wenn alles gut und komplett ist, auch mit den Mods, die Updates, dann könnt ihr quasi auf die Goldi-Transport, auf die Seite oder auf den Server einfach joinen, ja. Ich werde dann das hier oben noch anpinnen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ich dann meine 11 Stunden da fahre pro Tag, dass ihr mich dann quasi dort antreffen könnt. Also ich werde aktiv auf, wie gesagt, auf dem Konvoi fahren. Ihr könnt mir hinterher fahren, aber ich habe halt meine feste Route. Wir werden auch das Balkan DLC dann erkunden. Ne? Also wie gesagt, es werden Touren ab 1000 1500 Kilometer aufwärts fahren, ne? Das heißt, links. Und die... Es gibt auch noch was Neues, Fanta. Ich weiß aber nicht, ob der Server das mitmacht. Ich habe nämlich was gefunden, dass wenn du die normale Karte hast, Pro-Mods und den ganzen anderen Kram, also du kannst quasi wie so ein Hamburger Karte auf Karte machen, ja? Ob das der Server vielleicht mitmachen würde. Weil dann hätten wir nämlich ein viel breiteres. Also, kurz gesagt, Moment. Wir hätten links oben, wir hätten rechts oben, wir hätten einen Teil hier noch dazu. Schweden, Island. Hier unten hätten wir noch einen Teil, also... Ich will das nicht nur im Singleplayer zocken können, sondern wenn es dann im Multiplayer wirklich funktioniert und alle Kartenteile es funktionieren. Ey, was wird ein Spielerlebnis? Das gibt's gar nicht, ey. Also da freue ich mich. Da freue ich mich richtig drauf, ey. Und wenn wir dann noch zusammen alle immer auf dem Konvoi mit der Community fahren, jeder hat einen, naja, fast denselben Trailer. Das wäre geil, das wäre richtig geil. So. Lass mich gerade noch mal kurz was gucken. Hätte ich da was jetzt über... Reibe. Oh, das ist eigentlich nicht schlecht. Hört sich gut an. Das hört sich wirklich gut an. Voilà. Genau, wir fahren jetzt einfach mal zurück nach München. Wir werden da dann noch unsere neue Fracht mit reinnehmen für die BSF, also Stammkunde von uns.
Gerade wegen deiner ADR-Fahrten halt. Und hoppala. Weil unser Kunde möchte nämlich dann gerne auch noch was Neues haben und quasi, wie gesagt, auch im auch ein Neukunde aus Madrid möchte was dazu haben. Und zwar wollen wir da auch noch ein bisschen täglich, was heißt täglich Fahrten? Ich habe es in einem anderen Video habe ich mal erklärt, dass ich das machen wollte. Wir suchen auch gerne Leute, die einfach gerne mal Baumaschinen fahren wollen. Es gibt ja in der Nähe von Madrid so eine Firma. Bidi, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Hoppala. Und sollte man ein Spezialtransport sein, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr oder dass ihr mitmachen könnt mit einem Begleitfahrzeug. Ne? Also wie gesagt. Oh, das wird ja mal interessant. Da düse ich bestimmt nicht mit 6, mit 80 oder 60 durch die Kurve. So, da kommt keiner, kann man runter. So. Wenn alles klappt, für die Woche am 23. Wenn alles klappt, ich keine neuen Mods-Updates bekommen. Deswegen ist es vielleicht nochmal gut, Fanta, wenn wir da nochmal Samstag oder am Freitag, ich dann noch kurz noch was dazu schreibe, ob da noch welche Updates kommen. Fange ich am Sonntagabend 22 Uhr an. Weil wir dann erstmal, ja, muss mal gucken, was welche Tour da geplant ist. Und dann schauen wir mal. Weil ich werde dann auf jeden Fall 22 Uhr bei Stuttgart starten. Und Stuttgart Richtung, ja, mal gucken. Ob jetzt direkt die erste Tour direkt hoch nach Madrid ist. Wie gesagt, deswegen hängt das alles von World of Trucks ab. Wenn die damit nämlich schon fertig sind, dann umso besser. Dann umso besser. Weil dann könnt ihr mich nämlich auch auf dem Discord antreffen. Ich werde dann nur im Bereich Talk sein. Schubst mich aber bitte an, ne, wenn ihr Mitfahrer wollt. Oder wenn ihr da seid. Dann, ja. Lucy, meine Liebe. Dankeschön, 7 Monate schon. Wow. Erstmal schönen Montag. Schön, dass du da bist. Dankeschön, meine Liebe. Und ja, also wie gesagt,
Moin, schön, dass du da bist. Erstmal einen schönen Start in den Montag wünsche ich dir. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt. Ich habe dir auf Discord was angeschrieben bezüglich Mittwoch. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Weil ich wollte jetzt vorher noch nichts sagen. Denk mal, du hast mir schon zurückgeschrieben, oder? Ah, okay. Alles klar, okay, gut. Also, meine lieben Zuschauer, meine lieben Freunde der Gaming. Dann kann ich jetzt eigentlich auch schon sagen, jetzt am Mittwoch wird dann kein Livestream stattfinden, weil ich dann den Tag dafür nutzen werde, um zwei Spiele noch einzurichten. Ich möchte mal einfach die Zeit nehmen, dass das auch läuft, ne? Und dann wäre halt so meine Frage. Naja, ich würde dich nicht anschreiben, wenn ich mich nicht entschieden hätte. Ja, das kläre mal. Also die Frage, die kläre mal die klären wir am Mittwoch, ne? Also ich habe mir die Unterschiede schon angesehen. Wie gesagt, das ist kein Problem. Genau, aber wir gehen dann bitte bei dir auf den Discord, ne? Genau. Das ist ja quasi dann unser fast zweites gemeinsames Projekt, ne? Das erste war ja mit dem Pokémon Raid, mit Nintendo, ne? Darüber haben wir uns ja eigentlich kennengelernt, ne? Muss man mal am Rande so erwähnen, ne? Was? Du zockst Pokémon? Ja, klar zock ich Pokémon. Leute, ich bin damit groß geworden. Voltoball. Die hüpfen doch und sind überall. Elektrisierend. Ja, genau. Warte, das war ja auch was Schönes, ne? Also, nur du hast mich dann neidisch gemacht, als du dir dann du weißt schon. Als du dir das dann geholt hast und ja. Ach ja. Weil ich würde gerne, also was mir besonders in den Ohren liegt oder auf dem Ein Wunsch wäre, wenn wir einfach so einen Fantasy-Freitag einfach machen, ne? Fantasy-Freitag. Gibt's nicht, ist ausverkauft. Wenn wir dann einfach mal so einen Fantasy-Freitag machen. Also ich würde es jede zweite Woche quasi machen, ne? Aber aktuell, also wie gesagt, aktiv dann das zu zocken, Lucy, auf jeden Fall. Aber ich würde dann einfach auch, wenn du dann dasselbe am Stream bist, spontan einfach dazukommen, ne? Vor allem, wenn du da am Durchcraften bist. Weil, ja. Was soll ich sagen? Star Trek Online hat ja auch so seine Reize. Ja? Ich sag's ja nicht, aber irgendwann ist es halt auf dem Kanal ein bisschen ausgelutscht. Und machen wir halt ein bisschen breiter. Aber wie gesagt. Klappt schon. Und Fleisch krieg. Fantasy Freitag, ne, jede zweite Woche. Das wäre jetzt so mein Plan. Aber wenn wir offscreen zocken, machen wir das schon öfters, ne? Nicht nur einmal die Woche.
aber schnell. Genau, wie gesagt, das können wir alles schwätzen, wie gesagt, aber. Och, Junge. Quietschen der da rum? Alles klar, viel Spaß dabei. Und schön, dass du da warst, meine Liebe. Ich freue mich. So, also. Nee, das war die falsche Abteilung. Ah, ja, da war sie ja schon mal die Leerfahrt.